Hallo zusammen und ja, willkommen zurück zu Total Resistance. Wir versuchen es mal trotzdem weiterzumachen hier, auch wenn wir jetzt in einer richtig schweren Lage eigentlich sind. Weil die haben, ihr seht ja, die haben hier massiv mehr Leute, ja. Und die Jungs sind wohl auch mit uns im Krieg, hä? Wahrscheinlich waren die verbündet oder sowas. Ja, also es wird jetzt ganz schwer, hier noch rauszukommen. Wir machen erstmal das Rearmament, dann nehmen wir die guten Sachen hier mit. Es gibt hier genug Reservisten, tatsächlich. Mal das hier mit. Ich lass es mal kurz laufen. So. Supply haben wir auch noch mit. Mal ist ja irgendwas dabei hier. Verwundet haben wir auch ohne Ende. Wir kreieren direkt mal Squads. Ein paar. Weil wir uns hier... Ach, wir müssen nochmal hier kurz was schauen. Produktion. Richtig, wir haben hier jetzt eine neue Stadt. Wir bauen hier oben schon Humvees. Auch keine normalen Waffen, ne? Ach, und hier gibt es tatsächlich... die Möglichkeit, Canned Food zu machen. Das ist natürlich super. 12,7... Ach, die Munition wurde gleichzeitig freigeschaltet mit dem Humvee. Okay, dann bau die hier. Und also wir brauchen da auch nicht so viel davon. 7,62 Munition weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich brauchen wir die schon. Das ist momentan noch ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Eisen und Kupfer. Haben wir eigentlich Eisen? Ich glaube, das sehe ich in der Konstruktion am besten, wa? Ich weiß, dass das Minen sind, aber... wir haben eigentlich nur Aluminium. Aber Eisen könnten wir uns ja kaufen auf dem Weltmarkt bestimmt, oder? Aluminium... nein, könnte man nicht. Ansonsten ist hier auch gerade nicht besonders viel Tolles, ne? Exportieren können wir momentan gar nichts, was... Da frage ich mich, wie das überhaupt funktioniert. Diplomatie... sind jetzt mit den beiden hier im Krieg. Können wir denn mit... Oder können wir denn? Arm ist das? 15%? Nee, keine Chance. Was ist mit dir? Auch 15%. Können wir dich denn... eigentlich sind wir eine Allianz. Also ich weiß nicht, wie das wirklich funktioniert, aber würde eine Allianz nicht bedeuten, dass sie uns im Krieg beitreten? Oder sind nur defensive Allianzen? Könnte auch sein, dass es nur defensive Allianzen sind. Okay, also wir schauen mal, was wird wahrscheinlich wieder aussehen wie beim letzten Mal. Wir werden erstmal, hier gibt es eine Menge Reservisten. Wir haben hier auch eine ganze Menge Garnison. Hier mal hier ein Battalion. Was ich mich halt frage, wie kann ich denn Leute aus der Garnison? Geht das so, per Drag and Drop? Kann ich das irgendwie hier auswählen? Enter the Settlement? Nein. Create Squad? Ja, the Battalion? Nein. Ja, also das andere ist halt, ne, wir müssen das sonst hier so machen. Quasi. Das ist witzig, ich kann ja momentan keine weiteren Squads hinzufügen. Ist das mal die Benennung? Ja. Naja. Lass es mal kurz laufen. Geht's in die Stadt rein? So. Passt das jetzt? Okay, jetzt geht's. Dann, ne? Create Squad. 2, 3, 4, 5. Supply und Rearm. Jetzt lassen wir die erstmal hier die Leute aufnehmen. Ich glaube, wir haben hier in den anderen Städten, da haben wir noch ein bisschen normalere Waffen. Solange die KI noch nicht so gut entwickelt ist, ja. Wird sie uns hoffentlich nicht angreifen. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Aber ihr seht, wir sind jetzt echt so am Rande dessen. Das, was am wahrscheinlichsten ist, ist tatsächlich, dass wir hier in der Stadt, weil hier haben wir eine ganze Menge Waffen. Hier haben wir 19 Reservisten. Rantala hat 69 Reservisten. Und
hier haben wir fast nichts mehr. Aber wir können hier ein paar aufstellen noch. Okay, Glocks sind auch fertig. Ja, das können wir zumindest mal dann falls 60 Tagen herstellen. Ich meine, das ist besser als nichts. Halt so, zack. Kann ich euch irgendwie auswählen? So markieren, weißt du? Und dann sagen, mach mal ein neues Bataillon. Irgendwie nicht, ne? Na, die erste Guerilla, ha? So, die haben tatsächlich ein paar Sachen jetzt noch mitbekommen hier. Ach, die haben sich quasi. Hä? Warte mal. Bin etwas verwirrt. Nee, es passt. Ja, genau. Ne, hol die Leute hier raus. Hier sind wir bei 15. Einige sind geheilt. Wir haben natürlich viel unserer Dinger verloren hier. Unsere Bewaffnung im Prinzip. Vor allem Fahrzeuge, ganz klar. Hier gibt es eine Menge RPGs. Ja. RPGs für jeden. Okay, hier haben wir ein Bataillon. Und auch hier mal. Zwei Squads. Rearmen, Supplyen. Bisschen Broad. Und dann ziehen wir uns hier vorne zusammen. Genau, jetzt hoffe ich mal wieder, schätze ich. Die Lugano kann jetzt auch Brot herstellen. Also wenn die Lugano verlieren, haben wir halt kein zu essen mehr, kein gar nichts. Ich hätte auch gerne noch einen Namen wie. Einfach nur, weil wir momentan nichts Besseres mehr uns eh holen können. Zumindest stellen wir die ganzen Ressourcen. Jetzt können wir noch was bauen. In Potenza zum Beispiel. Schnapsbrauen. Canning haben wir jetzt hier unten. Garment Factory. Klamotten. Ja, wir haben jetzt halt. Gut, dass wir noch mehr Military Factories haben. Gold Plant. Aluminium Plant. Achso, dass wir das Aluminium mal verarbeiten können, wa? Bau das mal in Rantala. 80 Tage. Wir machen momentan auch nur Bretter und keine. Also nur Holz, keine Bretter. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die das automatisch austauschen zwischen den Dingern. Ich schätze mal nicht, ne? Das war doch Wood und Stone. Das ist Wood. Das ist Woodboards. Die brauchen die besseren Sachen. Okay, verstehe. Die besseren Sachen brauchen Woodboards. Ja, dann machen wir das doch mal. Also wir sind quasi mit der Wirtschaft noch nicht mal fertig. Ja. Beschleunigen wir. Hoffen wir auf das Beste hier. Könnten natürlich versuchen, hier nochmal irgendwie. Ja, das wird nicht funktionieren. Malaga. Willst du handeln? 23% Chance. Naja, versuchen können wir es ja mal. Ein Fünftel. Also ich schicke jetzt mal die Leute ein bisschen rum, um sich zu supplyen und so. Okay. Tatsächlich werden wir das meiste, glaube ich, hier hinten uns holen müssen. Und in der Hauptstadt dann. Das heißt nur Infanterie, solange die haben, wie es nicht fertig sind. Also ziehen wir beide zusammen hier. Sollte halt echt aufpassen, aber die scheinen sich nicht zu bewegen. Habe ich mir schon fast gedacht. Was für uns sehr gut ist. Nee, das ist rum eigentlich nicht. Hier. Hier ein paar Remingtons und so weiter. Dann supplyt euch nochmal. Hier ist zumindest ein bisschen Brot da. Ja, und dann füllt mal die restlichen Leute auf. Wobei, das können wir auch hier oben machen. Wir haben in der Base noch die meisten Leute. Noch immer. Und dann ziehen wir sie alle nach unten. Die sind auch schon voll hier. So, wie ich merke, dass ich das erst mit den Supplies. Nee, tut er nicht. Die andere Truppe war nämlich sehr viel besser supplied. Ah ja. Die sind jetzt wahrscheinlich im Nimbus verloren gegangen, die ganzen Sachen. So, wie Armen. Supplyen und so, ne?
Okay, jetzt sind es noch Fight Against Hunger. Best News für was? At a dog at the lunch plant. Along with the lack of provisions as soon as possible. Wem fehlen Provisions? Ach, der Stadt. Wir haben eigentlich genug Provisions. In Rantala. Also gut, das heißt, wir schicken mal nach hier Brot. Nach Balabio. So, wir können das auch wöchentlich wiederholen. Das hatte ich nämlich gehofft. Schick ihn erstmal einfach so, weil ich mir nicht sicher bin, wie viel wir denn produzieren eigentlich. Wie viel kommt hier bei einem so einem Stack eigentlich raus, so von Brot? Das ist eine gute Sache, gell? Eine gute Frage, meine ich. Ich hoffe, dass die Sachen, wenn sie hier produzieren, dass die Ressourcen aus dem globalen Pool nehmen hier oben. Dass sie, es ist halt wieder so ein bisschen eine komische Situation, wo nicht ganz klar ist. So, ihr habt jetzt... Eigentlich habe ich euch Brot geschickt, gell? Lokal 186. So, Balabio. Wir haben leider jetzt keine Anzeige. Oder ist das dieser LKW hier? Ist das so? Das wäre natürlich auch noch ganz cool, ne? Wenn das wirklich so ist. Das eine ist jetzt angekommen und das ist jetzt... Ah ja, sehr schön. Ja, cool. Ich dachte, diese LKWs sind tatsächlich vorwiegend nur so, ne, zum Gucken. Oh mein Gott, Potenza hat auch kein Essen mehr. Wahrscheinlich, weil die Truppen alles mitgenommen haben. Komm, wir müssen an die Front. Wir müssen die nächste Stadt erobern, sonst können wir das hier nicht mehr schaffen. Mission ohne Ende. Ich kann kein Essen mehr hier. Okay. Heißt, du schickst nach Potenza. Haben wir irgendwie so 200 hin? Wir haben eine Rakov. Sind immer noch welche verwundet tatsächlich. Also die Truppe hat genug zu essen, sogar genug Sprit. Hier ist auch noch massiv zu essen. Okay, das ist sehr gut. Ich denke, das ist... Die versorgen sich hier gegenseitig. So, und die können wir dann gleich nochmal hier neu versorgen in der Stadt, beziehungsweise verbinden natürlich diesen Armee und werden dann erstmal dieses kleine Bataillon hier draußen vermutlich erledigen. Warte mal. Da wir ja jetzt wissen, dass das eventuell die Sachen einfach mit dem 12. Bataillon hier raus, mit dem 28. meine ich, wenn ich es dann auswählen dürfte, danke. So, ihr kommt hier hin. So. Ihr ladet euer Zeug mal ab irgendwie. Wird nicht funktionieren, ne? Ja. Dann machen wir es trotzdem anders, weil die haben viel mehr Sachen. Ja. So. 27. Wir haben gesehen, dass wir maximal 10 pro Schlacht dabei haben dürfen. Okay, jetzt Rearm. So, jetzt haben wir zumindest alle relativ normale Waffen. Und Supply nochmal. Es ist tatsächlich immer noch kein Humvee fertig. Zur Hälfte erst. Schaffen wir das fast nur mit Infanterie? Ich meine, wir haben zwei Adler, die Einheiten. Wobei, ich glaube, dass die Munition uns hier fehlt. Denke ich mal. Schätze ich, vielleicht. Also wir haben hier auf jeden Fall keine... Was immer das für Shells sind, was das Ding hier benutzt. Was es halt irgendwie auch wieder echt interessant macht. Wo ist denn die hier? Also wahrscheinlich die 150mm Dinger. Können wir auf dem Weltmarkt viel... Oh Gott, da ist nichts mehr übrig. Und ich kann auch nichts sagen... Hier haben wir auch noch von allem etwas, oder? Okay, das heißt, wir verlassen jetzt dieses Ding, laufen da hoch, holen uns Munition für alles. Hoffentlich werden sie jetzt nicht frech.
Wenn wir die Munition haben, da gehen wir runter, dann werden wir hier die nächste Stadt angreifen. Könnten direkt die Stadt angreifen. Ich denke nicht, dass er ankommt hier. Dann sparen wir uns vielleicht den Kampf hier drüben. So, Supply. Rearm. Ah, seht ihr, das ist tatsächlich die Munitionsanzeige. Alles klar, 5 Fahrzeuge. Davon 3 Artillerien. Oh Gott, das wird so übel werden. Wir haben leider auch fast keine RPG-Rockets mehr und so. Wir quasi noch gar nicht herstellen können. Ja. Also es wird ein richtig brutaler Kampf werden diesmal, glaube ich. Im Sinne von, dass wir eigentlich nicht dafür bereit sind, den zu machen. Aber okay, wir werden es versuchen. Ah, okay. Hier hinten ist noch eine Stadt, die ist leichter verteidigt. Vielleicht sollten wir die zuerst nehmen. Das scheint ihr Essenslieferant hier zu sein. Slobici oder so. Ja, und selbst wenn die Garnison so groß ist, sollten wir damit hoffentlich klarkommen. Ich hoffe wirklich, wir haben alle genug Munition und alles. Doch, die haben alle... Wir haben halt keine RPG-Munition hier überall. Wir haben zwar RPGs, aber keine Munition. Das heißt, wir sind echt aufgeschmissen, wenn unser Panzer stirbt. Das ist das Einzige, was gegnerische Fahrzeuge erledigen kann. Oh Mann. Das ist sehr riskant. Ja, RPG? Ja? Nein? Okay. Das Eisen könnten wir uns kaufen, ha? Huh? Nee, ist okay. Wir greifen dann. Wir werden das sehr vorsichtig machen müssen, irgendwie. Vielleicht ist es... Es ist nur Infanterie. Okay. Das heißt, wir werden auch vorwiegend mit Infanterie vorgehen. Wir werden unsere Fahrzeuge hinten lassen. Dass sie nicht draufgehen. Ist zwar riskant, aber Infanterie können wir so... Wird das auch klingt, immer mehr rekrutieren. Ich muss ein bisschen leiser machen. So. Okay. Naja, ich mal lieber hin. Jetzt kommt auch hier so Combat Chatter auch noch mit dabei. Okay. Ja, ich gehe mal hart davon aus, dass der Feind irgendwo hier ist. Ja, man sieht es hier. Sie haben hier überall Säcke aufgebaut. Okay. Roger. Nein, so weit vor eigentlich nicht. Roger. Guck mal, hier ist auf die Höhe. Sieht alles noch relativ clean aus, sag ich mal. Ganz so viele Bäume im Weg. Aber die Hoffnung ist, dass ihr vielleicht mit der Artillerie... Ich meine, alles, was wir hier an Artillerie verbannen, das haben wir halt später nicht mehr. Was unter Umständen ein Problem sein könnte. Die Wegfindungsprobleme hier. Natürlich kann man die Infanterie da ausdehnen. Guck mal hier hin. Da ist, glaube ich, recht freier Schussbahn. Und hier bis dahin. Wir haben die noch gar nicht offiziell gespottet. Wir sehen die halt nur so. Heißt, wir werden mal mit einem... Lass mal die Miliz nachziehen. Schicken wir die eine Infanterie dort hinter dieses Haus. Vierte Squad. Ist halt echt offenes Feld hier. Kaum Deckung. Ist nicht so geil. So, das Blöde an dem ist immer, ne, dass die sitzen jetzt zwar oben drauf, aber die können da auch runtergeschossen werden einfach. Deswegen lassen wir sie mal aussteigen. So. Geht aber... Das hier. Geht aber geduckt vor, bitte. Und wir versuchen mal. Es sollte eigentlich außer Reichweite ihre RPGs sein, denke ich.
Unser Panzer gönnt sich hier schon. Ja, sieht doch gut aus bisher so. Die Art, der schießt auch drauf und kommt näher. Ne? Haben wir auch ein offizielles Ziel da hinten. Raketen da auf die Mitte. Das sollte eigentlich relativ vernichtend sein. Ja. Man kann sagen, was man will. Tatsache, dass ausgerechnet jetzt die Abteilung überlebt haben, die hilft uns ja jetzt schon ordentlich. Ne? So, die meisten Einheiten sind auf halber Stärke runter. Immediately. So, schicken wir mal. Schicken wir die Infanterie vor ein wenig. Nehmen wir mal einen von euch hier. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Das heißt, wenn wir dann jemanden zwacken. Das sah gerade eben von da hinten doch alles so nah aus, aber es ist echt weit eigentlich. Den wollte ich gerade anschießen, aber. Idealerweise. Da hinten sind noch mehr. Jetzt geht hier von dieser Baumgruppe, der Panzer kann jetzt auch mal ein wenig vorfahren noch. Ja, leider bist du noch nicht so die Chance, hier wirklich selbst einzugreifen. Wir haben noch gar nicht so eine. Das sind tatsächlich auch ohne Ziel drin, oder? Das sind eigentlich die Marksman Rifles hier. Maverick Johnson haut wieder rein hier. Hä? Friendly Fire oder was hier? Kann ja sagen, was man will, aber. Ist irgendwie ein extrem schneller Dude am Kriechen gewesen. Ohne Zielfernrohr wird das echt schwierig hier. Den Sandsack ist niemand mehr. Da hinten sind noch welche. Ich hatte, glaube ich, gerade auch beschossen mit Granat.
Nachladen. Hier hinten noch ein anderes Fenster, ja. Du bist erledigt. Schade, dass die Häuser nicht zerstörbar sind, auch noch, dass wir noch das i-Tüpfelchen, ne? Aus, als würden die alle fliehen, ne? Sind wir auf diesem offenen Feld mittlerweile da hinten? So, Bohrdrücken. Bohrdrücken. Habt ihr jetzt Verstärkung bekommen? Ja, seht mal euch bei der Feuer hinten, weil das waren doch jetzt sicherlich schon eigentlich. Unser Mann drin ist in diesem Haus. Lebt er überhaupt noch? Sie haben sich ergeben. Okay, perfekt. Ja. Und John hat sich verloren. Zwei haben wir gefangen genommen. Ja. Sieht schon, die Ausbeute wird schlechter, ne? Wenn man so AKMS und so sind noch dabei. Okay. Das nächste Ding gehört also uns. Sehr schön. Und das war wahrscheinlich, so wie das aussieht. Ihr seht es ja, ne? Also das ist das Symbol für Farm und das ist für Industriezentrum wahrscheinlich. Jetzt würde ich behaupten, dass wir hier in Siobichi nochmal Holz, okay. Das ist ja gar nicht schlecht, dass wir das jetzt haben. Wir haben jetzt auch nochmal mehr davon. Also Brot sollte uns eigentlich nicht ausgehen, hoffentlich. Okay. So. Zweites Bataillon. Was sagen die Supplies in? Ich warte mal, wir können ja trotzdem. Lass es mal langsam laufen hier. Mal rearmen, falls wir hier irgendwie was haben. Ja, ihr seht, der Munition ist halt echt ein Problem. Wir werden nochmal nach Null. Wir haben zumindest jetzt ein paar Raketen noch bekommen. Ja, weil ihr seht, das ist, glaube ich, echt die Grenze dessen, was hier momentan noch machbar ist. Wir müssen zurück nach Potenza, um Munition zu holen für unsere. Wir haben auch noch Unmengen an Fuel, ne? Dann können wir im nächsten Zug noch versuchen, das zu erobern. Ja. Aber dieses Spielkonzept ist echt grandios. Ich glaube, das Vorgängerspiel von den Leuten, das habe ich auch nie mal geholt. Das ist so ein Zombie-Basisaufbauspiel. Das ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht gewesen. Ich kam nur nie dazu, das zu spielen. Also ist das, glaube ich, kein so, wie soll man sagen, so ein No-Name-Entwickler hier. Und das Schöne ist, dass wir vielleicht noch ein Eisen. Trading. So. Das war dann unser gesamtes Budget hier. Ach, richtig, das ist ja Eisen. Ich denke, wir brauchen ja verarbeitetes Eisen, schätze ich. Potenz hat wieder nichts zu essen. Okay, das heißt Rantala. Schick mal nach Potenza Brot. Wir könnten eigentlich versuchen. Wir haben hier Unmengen an Zeug, auch eine Munition und alles. Brot haben sie ja auch eine Menge. Schick das mal hoch nach Potenza hier zum Großteil. Hoffentlich wird der LKW nicht abgefangen oder so. Das so schlau ist, naja, wobei hier. Nein, nicht bei denen durch. Okay, die Pfahls sind jetzt auch fertig. Modifizierte Pfahls. Ich meine, das haben wir zumindest eine normale Waffe, die wir auch herstellen können. Jetzt kann man, denke ich, bei den Vehikeln weitermachen. Oder wir holen uns mal die Uniformen und so. Weil die werden uns irgendwann auch ausgehen. Jetzt schauen wir mal, ob dieser LKW hier irgendwie. Okay, also er darf durchs Feindgebiet durchfahren. Das wäre natürlich auch so eine Sache, ne, die es eventuell erschweren würde, wenn das nicht so der Fall wäre. Ja, wir haben das gleich im Griff, keine Sorge. Konstruktion. Ja, wir brauchen ein Eisen und ein Aluminium, also Eisen-Aluminium-Verarbeitung jetzt. Copper, Gold. Hä?
Stil? Oder ist das? Der hat gesagt, ihm fehlt Eisen. Ist damit Stil gemeint? Production Iron mal 10. Okay. Also braucht man den Steel Plant. In Potenza selbst. Wie kriegen wir eigentlich Geld? Das ist auch Fragen über Fragen, ne? So, wir können jetzt auch noch mal mehr Wheat. Jetzt Woodboards da oben und hier oben können wir auch noch mal Wood herstellen. Vielleicht brauchen wir sogar eine zweite Bäckerei. So, in Rakow machen wir ja die Cans. Und ihr habt hoffentlich, also ihr werdet auch versorgt mit dem entsprechenden Zeug, nehme ich an. Golderz haben wir auch. Ja, ein bisschen Food ist hier am Start. Na gut, aber ich denke, das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Wir gucken mal, wie weit wir noch kommen. So, Potenza ist wieder versorgt. Unser gleiches Bataillon supplyt sich mal. Ja, davon hat sich keine Munition mehr, für ihn auch nicht. Weil das ja nicht unsere nativen, wie soll man sagen, Einheiten sind. Wieso supplyt man die dann überhaupt? Das ist echt eine gute Frage. Weil das ja die anderen sind. Da müssen wir irgendwie hoffen, dass wir auf dem Weltmarkt, ne, irgendwas machen können. Kann ich eigentlich irgendwo noch irgendwas drücken? Was irgendwie Sinn macht? Nee. Darkofy, der Hauptstadt. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Vielleicht schaffen wir noch eine Folge. Ich weiß es nicht. Seht, unsere Wirtschaft ist echt hart am struggeln. Wir hören jetzt mal auf die RPG-Zimmer, bevor ich hier rausgehe. Und auch die 12,7 Moni braucht man, denke ich mal, erstmal nicht. Da haben wir genug rumstehen. Das eine lassen wir da oben drin. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Thorn. Und lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt.